Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play GTA Vice City. Ich habe eine einzige Feuerwehrmission gemacht, dabei 310.050 oder sowas Dollar gemacht. Ich war irgendwie bei Mission 27 oder sowas und dann wurde es halt echt sehr hektisch. Jetzt fast noch eine Stufe weiter geschafft, aber ein einziger Typ hat sich irgendwie blöd verbarrikadiert. Naja, ich hoffe jetzt, dass das reicht. Ich habe jetzt keine Liste im Internet oder sowas offen. Ich habe einfach mal geguckt. Auf der Map, die ja in der Hülle dabei ist, auf meiner PS2-Hülle zumindest, habe ich die Map noch. Und ich habe mir die Map aufgemacht, da stehen tatsächlich drauf, wo die meisten Sachen sind. Ich muss da nur irgendwie gucken, wie ich das am besten jetzt... Also, hier könnt ihr hören, Map. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich mich da orientiert bekomme. Beziehungsweise, wie ich das mache mit dem Wechseln auf dem Bildschirm gucken, lesen, suchen auf der Karte und kommentieren. Ich suche gerade mal einen. Ich finde gerade gar keinen. Na doch, doch. Okay, ich habe einen gefunden. Ach so, und ich habe mir eine Schutzweste gekauft und gespeichert, wodurch mein Leben wieder voll war. Das habe ich auch gemacht. Also ein bisschen Geld habe ich sogar ausgegeben. So. Hier auf dieser Insel, wenn ich richtig bin. Ob ich wirklich richtig stehe, sehe ich, wenn das Licht angeht. Soll es die irgendwelche Filmstudios geben? Steht zumindest auf meiner Karte. Ich denke mal, das hier vielleicht? Wo sind die denn? Ah, ist das... Wow, die erschießen sich hier gegenseitig. Das ist ja ein tolles Filmstudio. Aber das ist hier oben, glaube ich. Nee, das ist nur eine Uzi. Ich wollte gerade sagen, tolles Filmstudio. Muss ich nochmal gucken... Ah, okay, nee, ist auch gar nicht in dieser Ecke abgebildet auf der Karte. Hallo? Kannst mal offen so zu fahren. So, und da unten. Ja, da. Da sehen wir schon. Da sehen wir, wie viel es kostet. Ja, 60.000. Toll. Ich hoffe, dass mein Geld jetzt reicht. Ich habe nicht wirklich Lust, noch eine Feuerwehrmission zu machen. Würde ich denn halt machen. Mir bleibt ja sonst gar keine Wahl, aber... Naja. Lust drauf habe ich halt nicht, wie gesagt. Ist halt sehr, sehr gleichbleibend. So ab Level 10 oder so sind es dann auch immer fast gleich viele Leute und so. Drei Autos, aus denen jeweils zwei Leute kommen und so. Und ja, ist jetzt nicht so spannend. Gucken wir mal andere Musik an. Wo ist hier das nächste? Ich glaube, das ist der Malibu Club. Ist das nächste. Das, was wir auch beim letzten Mal schon kaufen wollten, wo wir dann gemerkt haben, okay, wir haben einfach nicht genug Geld. Der Boy muss erstmal Money machen gehen. Das haben wir da ja realisiert. Gemeinsam. Als Team. Teamerfahrung. Teambildungserfahrung. Jetzt müssen wir noch den Malibu Club wiederfinden. Irgendwo hier. Hui. Die Karte stellt übrigens aber auch, darum brauche ich so ein bisschen länger, um die Sachen auf der Karte mal zu finden. Die Karte macht nicht wirklich klar, was ist jetzt eine kaufbare Sache und was, da sind halt auch so ganz viele andere Orte aufgelistet, zum Beispiel, wo man mal, wo eine Missionsperson ist oder sowas. 120.000, wow. Ich hoffe, dass das das teuerste war. Okay, das nächste müsste in Pole Position sein. Was ganz unten auf der Insel ist. Und dieses Palmenlogo da sieht echt sehr billig aus, mit Paint hingeklatscht. Würde ich behaupten. Ui. Irgendwo hier hinten soll Pole Position sein. Moment, habe ich das nicht schon gekauft? Dann müsste es ja auf der Karte sein. Ja, doch, habe ich gekauft. Okay. Wo ist dann das nächste? Okay. Ich glaube, ich weiß es. Okay, ich weiß, dass ich hier nicht mehr viel mit werde. Ich kann versuchen, das Auto hier noch zu entführen. Ja, es ist nicht mit in die Luft gegangen. Das hatte ich befürchtet, dass es das tun würde. Aber nein, es ist ganz freundlich. Also ja, wäre toll, wenn die Karte das wenigstens ordentlicher auflisten würde. Vielleicht mit einer anderen Farbe oder so.
Aber nein. Ich hoffe auch, dass die Karte alle auflistet. Ich habe mich da jetzt nicht irgendwie versichert. Dessen. Ja, hier ist unser Pole Position. Wirft das Geld ab. Anscheinend nicht. Oder man muss extra dafür reingehen oder so, aber nee. Also finde ich diesen Story-Arc irgendwie, finde ich, also ist ja nicht mehr ein Story-Arc, aber dieses Ankaufen von Gebäuden, ohne dass das Spiel einem auch sagt, dass man das machen muss. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört. Dass ich das halt nur durch Nachgucken im Internet herausgefunden habe. Weil das wirkte immer so, man konnte ja von Anfang an sich viele Sachen kaufen. Aber es wurde nie so als Notwendigkeit dargestellt. Von daher, also, finde ich schon nervig, wie sie das gemacht haben. Also, ja. Starke Kritik von mir an GTA Vice City. Haha, werden sie es im nächsten Teil berücksichtigen, was ich dazu sagen habe. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das nächste müsste der Hafen sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass der auch sehr, sehr teuer ist. Also nicht der ganze Hafen, glaube ich, aber irgendwas am Hafen können wir kaufen. Glaube ich. Da vorne ist was. Ich habe was gesehen. Ah, okay, nur 10.000. Ja, dann. Die Bootswerft. Hallo? Hallo? Put it out. There's a dude here. Hey, Suits Dude, I guess you're the new owner. Yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. And the fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. And she can hold like 20 bales of the best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, yo, Suit Dude. You got a light? Dude. Dude. Suit Dude. Anzugtyp. Das ist auch ein schöner Kursename für uns. Da haben wir jetzt also schicke Schiffe. Können wir mal zwischendurch speichern. Einfach so. Na komm, hier. Kann ich hier noch was drücken? Hier hätte ich doch mal die Mission. Nee, drücken darf ich es nicht mehr. Aber ich will jetzt auch nicht am Hafen lang fahren. Das nächste müsste nämlich hier gleich in der Nähe sein. Ein Autohaus oder Pain and Spray oder sowas? Sunshine Autos heißt es. Das soll hier vorne irgendwo sein, oder? Ich und Karten. Hier soll das sein, okay. Dann bin ich noch nicht dran vorbeigefahren. Also wenn sie mir wirklich wenigstens anzeigen würden, was ich kaufen kann, so auf der Karte. Mann, das nervt mich, dass sie das so behindert gemacht haben. 50.000, wow. Das könnte knapp werden. BJ Smith, and you must be Mr. Bassetti. Would you like the tour? Might as well. Well, I'm very sad to be selling the dealership to y'all. This is my first investment after I turned pro. But now, it's time for me to move on. You're leaving town. Not in too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Yeah, it does. So I take it we have a deal. Yeah, we have a deal. Die reden also beknackt. Ah, das war eine tolle Folge von Disneys große Pause, wo sie, weil sie wegen Schimpfworten immer Ärger bekommen haben, sich ein eigenes Schimpfwort ausgedacht. Ich glaube, beknattert war es. Weil sie meinten, ja, das Wort gibt's doch gar nicht. Da können wir doch nicht für belangt werden. Was ich
eigentlich eine sehr geile Folge fand. Also das, so eine richtig smarte Folge. Hier ist, glaube ich, das nächste. Da waren wir auch, glaube ich, schon mal, das Taxi-Ding im Ghetto, im Gang-Ghetto-Viertel da. Komm, fahren wir einfach mal hier durch. Ach komm, hier fällt doch gar nicht aus, wenn auf der Straße ein brennendes Auto steht. Was haben wir hier für eine Kleidung? Komm, machen wir mal schön einen auf Trainer. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin mir auch gerade auch nicht sicher. Ah ne, ich bin noch gar nicht so weit. Hier ist auch noch Vice City Druckerei. Die ist hier so, also ungefähr wo ich bin. Aber weiß ich nicht, ob ich die kaufen kann. Das ist, glaube ich, das hier. Hä? Wo ist denn der scheiß Eingang? Wow, wow, wow. Jungs und Mädels, beruhigt euch doch mal. Ah, ich glaube da. Da. Da waren wir auch schon sehr oft. Und ich meinte, er ist auch ein Kaufsymbol. Vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe wirklich, dass mein Geld reicht. Das wäre so toll, wenn es... Am besten so mit $48 behalte ich noch. Also wenn wir jetzt noch 124.000 ausgeben müssen, das wäre perfekt. Dann würde ich mich richtig gut fühlen. Ah, das können wir auch kaufen, ja. 70.000. Ah, das kann knapp werden. Loading Bay. Kann ich da rein oder was? Der Singvogel. Oh oh. Nein, eine Mission. Ich habe eine Mission gestartet. Ich wollte doch die ganzen Sachen kaufen. Machen wir die Mission, I guess? Mr. Vassetti? Hey, you bought the old printworks? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, but just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Ja, super, man kauft das Ding. Ja, vielleicht drucken wir eine Zeitung wieder so. Ey, nee, mach direkt Geld, komm. Du kannst diese Kaufmann-Taxi nehmen, statt selbst Auto zu fahren. Das kostet euch $9. Oh, das ist ja nett, dass sie einem das sagen. Dass sie das jetzt machen. Also früher haben sie das nicht gemacht. Bei Missionen einem diese Möglichkeit geben. Finde ich nice. So, dann machen wir jetzt mal zwischen den ganzen Immobiliengekauf auch eine Mission. Look at the ass on that. Oh, alright, girls, you're lost, mate, innit? Alright, me old China, how's it hanging? What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul, how about you? Come here! Oh, alright, you're obviously a busy man. All I know about Dodgy Reddy's is to try and supply the plates. Fuck! You know, they've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks. Aw. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Kann sein, dass ich dann bei manchen anderen dieser Immobilien, die ich gekauft habe, auch noch Missionen habe. Und dass ich dadurch dann Geld über die Immobilien auch verdiene. Das wäre ja was. Also das ist immer mein Club. Der Reedereischer verfügt über die benötigten Informationen. Dann fahren wir zu dem hin. Aber ich nehme die kleine Rampe, einfach weil es cooler ist. Ah, komm bitte nicht ins Wasser. Einfach nur nicht ins Wasser. Wow. Hab ich doch gesagt. Einfach nicht ins Wasser. Perfekt. Kann es sein, dass man die Mission noch erst machen kann, wenn man eine gewisse Anzahl an Gebäuden hat? Also wenn einem zum Beispiel schon der Club gehört und das am Hafen, weil ich glaube, da fahren wir jetzt hin. Das wäre ja praktisch. Also wir haben die ja schon. Also zur Not mache ich noch einmal die Feuerwehrmission, aber ich habe wirklich keine Lust drauf. Und das Geld macht mir gerade echt Sorgen. Ich hoffe, ich kriege für die Mission hier Geld direkt. Also nicht nur so... über Zeit dann Geld aus meiner Gelddruckerei, obwohl Gelddruckerei müsste ordentlich Geld abwerfen,
Also, wortwörtlich, die müsste direkt Geld abwerfen. Die Musik ist sehr beruhigend. Hat was von einem aufregenden Fahrstuhl. Das ist keine ganz normale Fahrstuhlmusik, ist ein bisschen aufregender. Oh, man hat dich bemerkt. Ich wusste nicht, dass ich unbemerkt bleiben muss. Hätte mir das irgendjemand gesagt, hätte ich vielleicht drauf geachtet. Aber jetzt ganz leise. Vielleicht vergessen sie dann, dass wir schon hier waren. Oh. Jetzt wieder raus. Ich renne hier mal nicht zu schnell, sonst fliege ich auf die Fresse. Das war sehr knapp. Okay, ihr verfolgt mich schon nicht mehr. Das ist super. Hat er gerade gesagt, er hat unsere Frau gedidded? Also, getan. Wie übersetzt man das? Er meinte damit, er hat sie gevögelt, aber wie übersetzt man he did? He did our wife. Keine Ahnung. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Ich habe nicht ganz zugehört, weil ich damit beschäftigt war, abzuhauen. La 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 la. Hier vorne ist doch gleich ein Paint and Spray. Oder Pay and Spray heißt es, glaube ich. Wow, da können wir doch mal vorbeischauen. Auch zum Überleben, denn unser Wagen geht sonst bald in die Luft. So, wo muss ich jetzt hin? Könnt ihr mal aufhören, hier immer so rumzuballern? Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht, alle. Die Gangs sind wirklich irre. ...2000 bekommen. Okay, ich speichere jetzt. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Das war's für heute mit Let's Play GTA Vice City. Mit mir, euer Vogel, und macht's gut. Und... Komm, geh weg, Text, damit ich Tschüss sagen kann. Dankeschön. Tschüss.